Freunde, ihr seht schon, worum es heute gehen soll. Und zwar um die Ice Cube 50 Liter. Das ist die 50 Liter Kompressor-Kühlbox von Plug-in Festivals. Ich habe die Kühlbox mal in einem Video genauer vorgestellt, einfach nur wie sie aussieht und was sie kann. Das verlinke ich euch hier oben auch gerne nochmal, falls da jemand nicht reingeschaut hat. Und heute soll es so ein bisschen darum gehen, um die Erfahrungen, die wir machen konnten. Denn ich habe im letzten Video gefragt, ob ihr Lust habt, dass wir die Kühlbox mal testen. Das bedeutet, dass wir sie im Alltag einfach mal testen und natürlich auch über den Stromverbrauch prüfen, ob die tauglich ist oder nicht. Ich kann einfach schon mal ganz klar vorwegnehmen, ganz große Empfehlung von uns, auf jeden Fall, einfach aus dem Grund, weil wir haben in unserem T4 eine Kompressor-Kühlbox, die liegt im Preissegment, ich glaube, die ist ungefähr doppelt so teuer, wenn nicht sogar noch etwas teurer. Ich will jetzt natürlich keine Marken nennen oder Namen nennen, aber trotzdem wollte ich einfach mal die Relation zeigen, was diese Kühlbox kann. Ich habe noch keinen Vorteil der teuren Kühlbox sehen können. Natürlich könnte es sein, dass die jetzt nach 2 Jahren aufgibt und die für den doppelten Preis vielleicht noch 2 Jahre länger hält. Aber das kann ich euch hier in dem Video leider nicht zeigen und auch nicht beweisen. Allerdings glaube ich schon, dass die Technik der Kompressorkühlboxen sehr ähnlich aufgebaut ist. Kommen wir jetzt ganz kurz dazu, wie ich das Ganze getestet habe. Und zwar, wie einige von euch wissen werden, leben wir Vollzeit in unserem Fahrzeug. Das heißt, es war überhaupt kein Problem da für uns, dieses Teil einfach mal komplett zu testen. Wir haben 14 Tage das Teil laufen lassen. Also das heißt, 14 Tage lief die über 12 Volt bei uns. Jetzt wollte ich euch natürlich mal zeigen, wie lange ihr rein theoretisch autark mit dieser Kühlbox hier leben könnt. Das Ganze habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe die, wie schon beschrieben, über 12 Volt angeschlossen, die Kühlbox. Habe mir selber einen Messschand gebaut. Wer nicht weiß, was das ist, darüber kann ich den Strom messen, den die Kühlbox verbraucht. Und darüber natürlich dann auch die Kapazität der Batterie berechnen. Ich habe Folgendes angenommen. Ihr habt eine 100 Amperestunden Batterie und keine Solarenergie auf dem Dach. Also keine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das heißt, ich habe wirklich nur den Verbrauch der Kühlbox gemessen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr jetzt natürlich auf das Testergebnis guckt und ich euch sage, wie lange ihr damit auskommt, dann könnt ihr natürlich damit rechnen, wenn ihr eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habt, dass ihr dann nochmal länger autark stehen könnt, weil die Solaranlage auf eurem Dach bringt natürlich auch wieder Leistung in die Batterie. Nur darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, einfach aus dem Grund, weil jeder hat unterschiedliche Leistungen an Solaranlagen auf dem Dach und das kann man einfach nachher nicht richtig vergleichen. So, nun habe ich meinen Messstand angeschlossen, habe die 100 Amperestunden eingerichtet, das heißt, habe meinem System vorgegaukelt, dass ich eine 100 Amperestunden Batterie habe und bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass ich irgendwie in Richtung Gel-AGM Batterie habe und somit nur 50% der Batterie entladen kann. Bei Lithium-Ionen sieht das natürlich schon mal ein bisschen anders aus, da würdet ihr natürlich noch mal etwas länger damit auskommen. In der Tabelle, die ich euch jetzt einblenden werde, seht ihr jetzt die Tage, die ich aufgenommen habe. Da fehlt leider ein Tag, weil ich da nicht zu Hause war, aber man kann sich das Ganze ja so ein bisschen auch zurückrechnen. Ihr seht den momentanen Verbrauch, den ich dann zu der Uhrzeit aufgenommen habe. Manchmal sind das halt minus 0,1 Ampere, weil die Kompressor-Kühlbox läuft ja nicht durchgehend, sondern sie läuft nur dann, wenn sie kühlen muss. Nun hat sich beim Test rausgestellt und was ihr auch jetzt in der Tabelle sehen müsstet, dass nach 3 bis 4 Tagen eure Batterie definitiv wieder geladen werden müsste. Das klingt erstmal wenig, aber macht euch auch mal die Gedanken, wie oft fahrt ihr mit eurem Fahrzeug oder wie viel Solar habt ihr doch als Ertrag noch dabei. Das heißt, ich möchte damit einfach nur euch zeigen, dass diese Kühlbox es schafft, euch definitiv ein ganzes Wochenende von Freitag bis Sonntag autark stehen zu lassen. Das bedeutet einfach, dass ihr keine Nachladung bräuchtet. Und rein theoretisch könntet ihr auch noch, wenn ihr zum Beispiel LED-Beleuchtung in eurem Fahrzeug habt, was man ja auch definitiv mal braucht, könnt ihr das auf jeden Fall auch nutzen. Ich möchte ganz klar dazu sagen, jeder hat natürlich ein anderes Setup. Vielleicht hat der eine eine 200 Amperestunden Batterie, würde dann natürlich wesentlich länger damit auskommen. Ich möchte euch einfach nur jetzt zeigen, dass das Ganze ohne Probleme 3 bis 4 Tage aushaltbar ist. Jetzt bin ich bei meinem Test noch mal etwas weiter gegangen und habe gesagt, okay, ich habe eine Lithium-Ionen-Batterie, habe auch 100 Amperestunden Kapazität und bin noch mal etwas weiter gegangen. Und so können wir es auf jeden Fall schaffen, 4 bis 5 Tage auszukommen. Das heißt, ihr habt 1 bis 2 Tage mehr Zeit, autark zu stehen.
Das finde ich schon richtig genial. Also auf jeden Fall solltet ihr halt auch darüber nachdenken, welches Setup ihr verbaut habt und was jetzt genau auf euch zutrifft. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, auch wenn ich es jetzt schon öfter gesagt habe, 3-4 Tage, 100 Amperestunden Gel-AGM-Batterie würde ich dieser Kühlbox auf jeden Fall zutrauen. Wir haben den Test bei sehr, sehr gutem Wetter gemacht. Also es waren so 20 bis 25 Grad tagsüber natürlich und nachts lief die Kühlbox fast gar nicht, beziehungsweise wir haben es einfach nicht gehört. Sollte euer Setup also mehr hergeben durch Solar oder vielleicht auch eine größere Batterie, werdet ihr auf jeden Fall über 3-4 Tage autark stehen können. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, gerade für die 50 Liter Kühlbox. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die 30 Liter oder 25 Liter Kühlbox, die eigentlich den meisten auch schon reichen sollte, noch mal einen Ticken länger halten sollte, weil ja das Volumen etwas kleiner ist. Allerdings kann ich das nicht beschwören, weil ich hatte jetzt zum Testen die 50 Liter Kühlbox. Also bleiben wir auch bei dem Beispiel. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Wie immer, falls ihr über meine Links kauft, unterstützt ihr mich und meine weiteren Projekte. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Ich habe auch schon viel Feedback bekommen, auch schon Feedback zu dieser Kühlbox, dass die bei einigen auch schon einwandfrei im Van bzw. im Fahrzeug verbaut ist und auch einwandfrei funktioniert. Falls ihr doch noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über Feedback von euch. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!